Jedi. The end. Kinocast. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir in der Leitung die Kate. Hallo Kate. Hallo Erik. Und der Chris. Hallo Chris. Hallo Erik. Ja, genau. Das ist meine Wenigkeit, der Erik. Habt ihr jetzt schon mitbekommen. Und wir haben heute ziemlich viel Programm für euch. Nachdem wir letzte Woche etwas weniger Filme gesehen hatten, sind es diesmal dafür ein paar mehr. Mal gucken, ob wir überhaupt alle dran nehmen. Auf jeden Fall waren wir wie immer in der Sneak Preview und hatten dort den Film The Bye-Bye Man. Und wir schauen mal an, was morgen für den Ostermontag hier so getippt wird für die Sneak in Stuttgart. Schauen an, was wir noch so im Kino gesehen haben und zu Hause und auf, Streaming-Diensten. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit The Bye-Bye Man. Ein Film, der ja auch, glaube ich, mit bei den Tipps dabei war, wenn ich mich recht erinnere. Der Thomas hatte das getippt gehabt. Ne? Hat ziemlich gut gelegen. Also ich hatte den Film irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. The Bye-Bye Man ist ein, sag mal, Billig-Horror-Filmchen, in dem ein paar Kids in so eine Wohngemeinschaft ziehen auf so einem Campusgelände. Und sie finden dort in dieser Wohnung so alte Möbel, die unten im Keller gelagert werden. Und in einem dieser Nachtschränke befindet sich so ein Zettel, wo draufsteht, zigmal draufgeschrieben, sag nicht den Namen, sag nicht den Namen, sag nicht den Namen. Und sag es nicht, denk es nicht, 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 sag es nicht, denk es nicht. Wir haben quasi in dem Epilog des ganzen Films, haben wir auch kurz gesehen, wie so in 50er Jahren mal jemand so ein bisschen Amok gelaufen ist und auch immer so dieses vor sich hergemurmelt hatte und da irgendwelche Leute massakriert hatte mit einer Schrotflinte. Und deswegen weiß man dann gleich, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Und er läuft dann, oder die nehmen dann dieses Blatt heraus aus dieser Schublade und unten drunter steht dann der tatsächliche Name, den man nicht sagen soll, nämlich The Bye-Bye Man. Und dann, du hast es gesagt. Ja, siehst du, jetzt seid ihr alle. Sag ihn nicht, denke nicht, sag ihn nicht, denke nicht. Ich habe ihn gedacht, oh nein! Seid ihr alle verhext. Und das löst dann sowas aus, dass dann eben diese Bye-Bye-Man-Figur zusammen mit so einer Art Höllenhund dann nach und nach Besitz von den Personen ergreift, die das eben gesagt oder gedacht haben, wobei der Film da auch nicht konsequent ist. Und führt dazu, dass die Leute komische Sachen denken, Dinge sehen, die nicht da sind, zum Beispiel, dass da irgendwie jemand auf dem Bahngleis steht und die wollen ihn retten und dann kommt halt der Zug und sowas. Und ja, weiß nicht, ob man da viel mehr drüber, gibt es da noch irgendwas Wesentliches, was ich vergessen habe? Die versuchen dann noch ein bisschen zu ermitteln in der Vergangenheit, weil da gab es wohl schon mal jemand, irgendwie so ein Reporter, der hat da versucht, was rauszufinden und ist dann aber auch an einer bestimmten Stelle stecken geblieben, weil er nicht drüber berichten durfte, weil man ja nicht drüber was erzählen kann, aber ich glaube, das war es eigentlich schon, oder? Ja. Fehlt noch irgendwas? Nö. Nee. Wie fandet ihr es so? Mies. Schrecklich. Das ist gar kein Ausdruck. Na, also ich bin ja echt Fan von solchen Filmen. Also ich mag so Filmchen eigentlich. Gewöhnlich. Ich weiß, die Dialoge manchmal sind fürchterlich dämlich und die Schreckmomente werden vielleicht auch durch die Musik oder so erzeugt, aber der Film bleibt einfach komplett mal echt alles schuldig. Ich meine, er ist von vornherein unlogisch, weil sag ihn nicht, denk ihn nicht. Und sobald du dran denkst, bist du eigentlich auch schon raus und du denkst ja schon dran, wenn du daran denkst, nicht dran zu denken. Eben. Das meinte ich vorhin. Deswegen, er ist nicht konsequent, der Film. Also völlig Banane. Er hat ein paar ganz nette Ansätze eigentlich an sich, denke ich, aber es ist so schleppend, so unspannend auch. Hat mich zu keiner Sekunde irgendwie abgeholt, der Film. Das ist echt bitter. Also überhaupt gar nicht. Ich habe am Anfang hatte ich noch ein bisschen, ja, ich war dem Film jetzt nicht so abgeneigt gegenübergestellt. Also ich mag ja auch solche Billig-Horror-Filmchen schon.
Aber der Film ist einfach alles schuldig geblieben, also vor allem, weil er auch so inkonsequent war und so dämlich und er hat sich selber so ernst genommen und wenn er wenigstens ein bisschen Augenzwinkern gehabt hätte. Aber ich glaube, Kate hat sich noch ein bisschen mehr geärgert, ne? Ja, übel. Ich mag ja Horrorfilme und ich gucke die ja echt gern, aber der Bye Bye Man war einfach nur Rotze. Ja, also es gibt selten Horrorfilme, an denen ich nichts Gutes finde und das ist wirklich, der gehört wirklich dazu. Es ist diese Studenten, diese College-Studenten, das sind totale Stereotypen. Wer diese Dialoge zwischen denen geschrieben hat, der sollte nie wieder Dialoge schreiben. Ja, das war wirklich, das war so Banane. Ja, und dann auch diese Einführung, wie dieser Junge auf den Namen kommt. Also erstmal steht da ewig drauf, sag ich nicht, denke ich nicht. Dann dreht er das um und dann steht da eingeritzt der Name. Und was macht er? Er sagt ihn laut. Also mal ganz ehrlich, wer ist denn so bescheuert? Ja? Ja, genau. Und dann recherchiert er und erzählt noch jemand anderen, nachdem er aber schon festgestellt hat, dass irgendwas Komisches vorgeht, erzählt er noch wildfremden Leuten den Namen. Die Person tut ihn dann in der Szene auch noch mal fünfmal sagen. Ja. Und ich verstehe es nicht. Also, als ob diese Jugendlichen, also ich meine, das sind ja Jugendliche, man muss ja immer davon ausgehen, dass Jugendliche Filme gucken. College-Studenten gucken Filme. Die sollten es ja auch mittlerweile besser wissen. Und dass das so komplett ignoriert wird in solchen Filmen, ja, dass diese Jugendlichen so dumm dargestellt werden, finde ich grausig. Vor allem, wer ist so doof und schreibt da tausendmal drauf, sag ihn nicht, denke nicht und schreibt dann unten drunter das, was man nicht sagt. Ja, und also die ganze Geschichte mit diesem Couchtisch ist ja sowieso noch Zahnbürste überhaupt, ja. Also, ihr wisst auch, was ich hinaus will. Ja, ja, ich merke, dass der Film dir sehr gefallen hat. Oh mein Gott, ehrlich, ich habe mich so geärgert. Weil ich habe mitgekriegt, dass der kommen könnte und dachte so, ja, geil, mal wieder ein Horrorfilm. Und der letzte war ja schon nicht so geil, der kam. Und vielleicht wird der dann besser. Ja, Pustekuchen. Ja, war schon ganz schön enttäuschend. Also ziemlich viel Facepalm da drin. Das hat nicht sein müssen. Also hätte man eigentlich ganz cool machen können, weil die Schauspieler waren, glaube ich, nicht so schlecht, aber die konnten halt auch bei der Story nichts reißen. Aber es war einfach, also The Bye Bye Man. Müssen wir uns da jetzt noch viel länger dran aufhalten an dem Film? Nee, sagen wir einfach Bye Bye zu dem Film. Jetzt müsste ich so einen Tusch einspielen. Da, 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 da. was hat denn der Regisseur eigentlich noch gemacht? Der hat noch gemacht The Hood of Horror. was ist das eigentlich? Snoop Dogg's Hood of Horror. Dann Black... Das ist doch eine Frau, Stacy, oder? Black Devil, oder sie, ja. Black Devil, also nur so... Ist eine Frau, ja. Nur so komische Horrorfilmchen, aber auch im Abstand von zig Jahren irgendwie. Nee, also... Bye Bye Man. Ist vielleicht, ich sag mal, maximal was so fürs Autokino oder so, wenn man eh nicht genau hinguckt oder so. Und nee, noch nicht mal das, ganz ehrlich. Horrorfilmchen oder so, aber ansonsten. Ins Autokino gehst du ja mit einem Mädel, das du am besten noch rumkriegen möchtest. Und dann brauchst du ja einen Film, wo sie sich erschreckt, wo du dann als Held auftreten kannst. Aber wenn du nebendran hockst und einschläfst, während einfach nichts Schlimmes passiert. Nee, nicht mal fürs Autokino. Obwohl, da kannst du sagen, komm, der Film ist scheiße, lass uns nach Hause fahren. Ja. Übrigens, Bye Bye Man, was ich ja noch dazu sagen wollte. Der Film ist wirklich eine derb geklaute Mischung aus Final Destination und Candyman, Candymans Fluch. War ja Candyman, was man nicht vorm Spiegel sagen durfte. Und das kommt hier so oft wieder, so ähnliche Thematiken nahe, dass die das nicht sagen dürfen. Aber ja, und auch diese Figur, jetzt fällt mir alles wieder ein. Die war ja so schlecht animiert, da diese. Vor allem dieser Höllenhund, ja, das sah ja aus wie... Oh, der Höllenhund war ganz mies. Wie mit einer Amiga 500 oder so. Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, dieser Bye-Bye-Man, der konnte doch auch nichts anderes als dir was vorgaukeln, also dass du was siehst, was nicht da ist und dich dann quasi in den Tod treiben dadurch. Und ansonsten konnte der auch nur mit dem Finger auf irgendwas zeigen. Sonst konnte der nichts.
Ja, und dann hat er noch seinen hässlichen Hund gehabt. Halt irgendwelche Vorahnungen oder sowas, ne? Ach, grausig. Also da war auch nur ein bisschen Nightmare on Elm Street mit dabei. Schlecht geklaut. Siehe zum Beispiel die Kratzspuren außen am Haus und so. Ja, naja. Das war... Also nicht zu empfehlen, dieser Film. Also von mir, ich weiß gar nicht, was ich gegeben habe. Ich glaube, ein Punkt oder so. Wenn überhaupt. Ich gebe auch nur einen Punkt. Habe ich einen Punkt? Wo ist unsere... Also ich habe ihm 2 gegeben. Du hast ihn noch gar nicht bewertet. Eben. Ich habe ihn noch nicht bewertet. Dann gebe ich jetzt mal einen Punkt. Also ich habe ihm 2 gegeben, einfach weil ich der Meinung bin, es geht immer noch schlechter. Und ich musste zwischendurch, glaube ich, irgendwann mal herzhaft lachen. Einfach, weil es so bescheuert war. Ja, aber ganz ehrlich, der war schlechter wie der Film mit den, über die Manson Family. Der war besser. Nein, den hatten wir erst ein paar Wochen vorher. Naja, nicht unbedingt. Aber wie gesagt, also schlimmer geht immer. Schlimmer geht immer. Ja. Es könnte auch ein zweiter Teil kommen, ne? Es wird ein zweiter Teil kommen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Nach dem Ende, oh mein Gott. Ja, aber ob die dafür nochmal Geld zusammenbekommen, weiß nicht. Ich glaube, der war nicht so erfolgreich, The Bye-Bye Man. Ah, naja. Nein, doch, der Quotenschwarze, Entschuldigung, hat überlebt. Entschuldigung, aber jetzt, das ist auch einfach, also, in der heutigen College-Zeit, man guckt sich das College an, es rennt ein Schwarzer da drum oder ein Asiate rennt rum. Was ist das denn? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn dann bitte... Ja, das meinte ich... Völlig unrealistisch. Das meinte ich auch mit Stereotypen. Es war ein Typ mit seiner Freundin, die war blond, und ein Schwarzer. Entschuldigung, aber es ist so. Ich hätte dir das sagen können, als es hieß, es geht um College-Studenten, die in einem Haus wohnen. Ich hätte dir von vornherein sagen können, was dieser Film bedienen wird. Da fehlt ja noch der Nerd und der Dicke fehlen noch. Ja, der Nerd und der Dicke haben gefehlt. Aber die waren ja nur zu dritt im Haus. Und die Highschool-Schönheit, die Cheerleaderin oder so. Ja, dann wären wir aber in Richtung Scream abgedriftet. Aber wie gesagt, also ist es einfach nur peinlich. Also ich fand es einfach nur peinlich. Mhm. Ja. Deswegen. Was auch noch sehr peinlich war, dass Carrie Ann Moss sich für diese Scheiße hergegeben hat. Also ja. Die taucht zwar irgendwie in der zweiten Hälfte auf, aber dass die sich dafür sowas hergegeben hat, also ich glaube, das möchte sie am liebsten aus ihrer Vita streichen, diesen Film. Ne? Okay, also haken wir das Ding ab und gucken mal lieber, was morgen kommen könnte in der Sneak Preview. Wie ist denn da der Tipp, Chris? Der Tipp für die Sneak Nummer 893 lautet Frühlingsgefühle mit allem, was dazugehört. So. Okay, das ist doch schon was eingegangen. Ja, abgesehen davon, dass ein gewisser Erik C. Späte ganz viel getippt hat, wurde auch Beispiel vom Thomas getippt. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass der Thomas hier richtig tippt. Da muss ich alles andere tippen. Okay. Ja, also der Thomas hat wieder getippt und zwar tippt er auf Du neben mir. Klingt auch nach einer schnulzigen Romanze. Dann hat der Matthias noch getippt, Guardians of the Galaxy 2. Schön wär's. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaub's nicht. Dafür war der erste zu erfolgreich, dass wir den zweiten in das nie kriegen. Glaube ich nicht. Ich habe dann die restlichen Filmstarts des Jahres getippt. Also genau. Alles, was noch so anläuft. Vom Gefühl her. Alles, was irgendwie mit Liebe oder irgendwas. Also zum einen Unforgettable, tödliche Liebe heißt der Film. Dann 17, auch so ein Coming-of-Age-Liebesfilmchen. Dann Beat Beat Heart und Table 19. Deutscher Zusatztitel, Liebe ist fehl am Platz. Auf den hätte ich ja Bock. Ach so? Table 19, der ist, glaube ich, ganz cool. Der ist nämlich, der spielt auch Ding mit Anna Kendrick, genau. Naja, schauen wir mal. Mir wäre es ja lieber gewesen, nächste Woche würde dieser Film oder einer dieser Filme kommen, wenn wir vielleicht eh nicht in der Sneak sind. Oder wann ist das Spiel? Ist es wieder Montag? Ja, es ist Montagabend gegen Union. Eisern. Dann warten wir mal ab, was uns da so erwartet. Und mal gucken, vielleicht hat er der Thomas wieder richtig getippt. Wenn ihr auch mittippen wollt, dann geht einfach mal auf die Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe und dann könnt ihr auch mittippen, egal ob ihr hier in Stuttgart in die Sneak geht oder nicht. Vielleicht fällt euch ja noch genau dieser... Ich habe jetzt 400 Mitglieder, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber wir sind tatsächlich gerade exakt 400 Mitglieder. Können gern mehr werden. Ja. Dann, was haben wir noch? Ich bin ja Gründungsmitglied. Ja, ich auch. Sehr gut.
Was haben wir denn noch so gesehen? Du warst im Kino in Baby Boss? Ja, ich habe Baby Boss gesehen. Ja. Warum? Warum? Wahrscheinlich, weil wir in einem kurzen Moment von geistiger Umnachtung erfüllt waren und gedacht haben, das könnte doch was sein, wo alle Geschmäcker vereint werden. Es wurde auch ein Film, wo alle Geschmäcker vereint wurden, weil jeder fand den scheiße. Also The Baby Boss, worum geht es? Oder The Boss Baby, so rum, The Boss Baby heißt es ja. Es geht da einfach darum, um den 7-jährigen, jetzt muss ich schon wieder gucken, Tim. Tim lebt mit seinen Eltern, die Welt ist perfekt, alles ist toll, er hat seine Eltern, sie haben ihn, alles ist wunderbar und eines Tages taucht es auf, das neue Baby und stellt natürlich alles auf den Kopf und alles wird anders, auch für Tim und Tim stellt dann fest, mit diesem Baby stimmt was nicht, weil das Baby kann sprechen und es kommt dann heraus, dass es wirklich ein Baby auf einer Mission ist, weil es gibt Himmel oder ist diese Babyproduktionsstätte, wo die herkommen, wo die Babys gemacht werden. Also nicht so, wie man es normal kennt, sondern halt, wie es wirklich ist. Gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder beim Kitzeltest lachst du, dann kommst du zu einer Familie, oder du lachst nicht, dann kommst du ins Management. Und The Boss Baby ist eben auch im Management aktiv und hat eine Mission, weil hat festgestellt, oder die Baby Corp oder wie auch immer dieses Ding nochmal hieß, hat festgestellt, ja, es gibt hier das Problem, dass die Menschen inzwischen Hundebabys mehr mögen wie richtige Menschenbabys. Und dann muss er dieses Problem lösen, weil die Eltern von Tim arbeiten bei Puppy und Puppy Corp oder sowas. Und die haben auf einer Veranstaltung in Las Vegas ein neues, großes Produkt, was sie ankündigen werden oder herausbringen werden. Und das soll er herausfinden, was da dahinter ist. Ihm wirkt dann natürlich, winkt dann ein Aufstieg innerhalb der Corporation und alles, dem Boss Baby. Und ja, so entwickelt sich ein kleiner Road-Movie zwischendurch, ein tolles Familienfest mit manchmal dann doch so richtigen Facepalm-Momenten, was einfach schon so ein bisschen abstrus lustig teilweise wird. Was mir gefallen hat an dem Film, es gab wirklich was mir gefallen hat, das war, wenn die magische Muttermilch, also die Babys, also wo auch der Boss-Baby das zu sich nimmt, kriegen so eine Muttermilch, eine ganz spezielle magische Muttermilch irgendwie mit einer Spezialzutat und deswegen bleiben die immer Babys. Und wenn sie die nicht regelmäßig nehmen, dann verwandeln sie sich in normale Babys und altern dann. Und deswegen gibt es so ein paar nette Situationen, wie dann halt The Boss Baby auch zum normalen Baby mutiert und das wird dann schon ein bisschen lustig, aber es hält sich summa summarum wirklich in Grenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass es schlecht animiert wäre oder so, das ist ganz nett. Wenn man auch sieht, wer im Original die halt als Stimme da zur Verfügung stand, also wir haben Alec Baldwin als The Boss Baby, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Tobey Maguire, sind schon ein paar gute Namen auch dabei und ich denke, für Familien ist es vielleicht durchaus lustig mit den Kids. Ich denke, die werden Spaß haben. Für den Rest würde ich eher sagen, lasst lieber mal die Finger davon, weil es ist fürchterlich vorhersehbar. Und ja, also bei mir landet The Boss Baby im Endeffekt bei 4,5 von 10 Punkten, weil er halt, ja, er kommt über das Kinderfilm-Dingchen einfach nicht raus. Sorry, ich bin gerade kurz eingeschlafen. Der Film, der war ja so spannend. Ja. Oh, The Boss Baby. Irgendwie, da hat mich der Trailer schon abgeschreckt. Wie kommt man dazu, da reinzugehen? Gab's parallel nichts Besseres? Wie gesagt, es war... Man trifft nicht immer kluge Entscheidungen. Kate, warst du da mit, Nina? Nein, das war irgendwie, er war mit Kumpels unterwegs. Siehste, oder so, keine Ahnung. Lässt ihn einmal alleine hier. Gut, dass ich sowas. Ja, dass ich sowas an. Ach, ja. Okay, Boss Baby. Okay, dann, ich war in Ghost in the Shell. Den wollte das ich ja eh. Tut mir leid. Ja, wieso? War gut. War bestimmt besser als Boss Baby. Jetzt nicht so schwer. Kennt ihr den Anime-Film aus den 90ern, ist der, glaube ich? Ja. Ja.
die meisten kennen vielleicht noch, als ich mal irgendjemand erzählt habe, so Ghost in the Shell, ah ja, das ist doch aus dem Musikvideo von Wham Do Project, King of My Castle oder wie das heißt. Die haben da ein paar Szenen genommen dazu, da sieht man quasi den Film in Kurzfassung. Und der ist jetzt neu aufgelegt worden von Rupert Sanders, der ja diesen, was hat er, Snow White and the Huntsman oder sowas hat er gemacht, der ja nicht schlecht war, ist auch gut angekommen. Und Scarlett Johansson spielt die Hauptrolle. Und es geht darum, dass Scarlett Johansson, die wacht halt eines Tages auf und ist halt in so einer Forschungsstation und weiß gar nicht, was los ist, kann sich erstmal nicht bewegen, ist so fixiert. Und ihr wird halt gesagt, dass sie einen schlimmen Unfall hatte. Und es musste halt ihr kompletter Körper ersetzt werden, nur ihr Geist, ihr Gehirn konnte halt noch gerettet werden von diesem Unfall. Und sie ist jetzt in so einem kybernetischen Organismus drin, ja, also hat auch ziemlich viele Fähigkeiten, Stärke und sonst was und kann halt auch sehr schnell reagieren und hat diverse Fähigkeiten, ich will es jetzt nicht alles im Detail erläutern. Und sie ist auch bei der Armee und bei so einer Elite-Einsatztruppe und sie soll einen Terroristen aufhalten. Und da hat sie natürlich ja bestimmte Fähigkeiten, um die es ihr einfacher machen. Und sie hat immer mal so Erinnerungsflashes aus ihrer Vergangenheit und irgendwie passt das nicht damit zusammen, was sie ihr gesagt haben, dass sie eben so einen Unfall hatte. Und sie versucht das dann für sich so ein bisschen zu rekonstruieren und am Anfang lässt sie diese Erinnerungsfetzen noch löschen. Das geht auch ohne Probleme. Und dann kann sie sich wieder ihrer eigentlichen Aufgabe zuwenden. Aber es wird halt immer fraglicher und als sie auch mal Zugriff hat auf jemanden, der sie dann hackt, also sie hat Zugriff auf so einen Droiden, mit dem sie sich verbindet und da ist aber so ein Virus drin und der Hacker, der hackt sie dann quasi, dass halt bestimmte Sachen bei ihr freigeschaltet werden, die bei ihr noch weitere Fragen aufwerfen. Ist halt schwer zu beschreiben, der Film ist sehr, sehr vielschichtig, ebenso wie das Original, wie der Anime-Film, hält sich sehr, sehr stark an das Original, sind teilweise manche Szenen ja fast eins zu eins übernommen, bloß halt hier im Real, wo ich gedacht hätte, okay, das kann man eigentlich so gar nicht nachstellen in irgendeiner Weise, aber bei Schön und das Biest ist ja anscheinend auch gelungen, dass man einen animierten Film in Real nachgedreht hat. Hier finde ich es aber ein bisschen, ich finde die Story hier wesentlich besser erzählt. Während dem Anime waren teilweise manchmal so ein bisschen die Pace raus. Hier geht es schon ziemlich straightforward und die Musik gefällt mir sehr gut. Es ist, denke ich mal, wem solche Filme gefallen, so wie Matrix oder was hat man noch, so Pandorum oder so ich sag mal so Sci-Fi, Cyber-Thriller, die auch teilweise so eine dystopische Zukunft zeigen, die sehr, ja, wie bei Blade Runner, wo alles so japanisch und übervölkert ist und Lichtreklame überall und sowas und alles düster und Regen und also wem sowas gefällt, dem wird auch Ghost in the Shell sicherlich sehr gut gefallen, so wie es mir gefallen hat. Ich will jetzt nicht alles noch im Detail verraten, was mir gefallen hat. Es sind viele Sachen, die dann auch am Ende sind. Mir hat auch der Cast sehr gut gefallen. Da gab es ja einige Blogs, wo der Cast ein bisschen kritisiert wurde, dass es eben jetzt fast nur noch westliche Personen sind und nicht mehr, weil das ja eigentlich eine japanische Geschichte ist, eben mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Aber es sind halt auch ein paar Japaner mit dabei, zum Beispiel Takeshi Kitano ist mit dabei und eine Europäerin, Juliette Binoche, ist mit dabei und Michael Pitt ist mit dabei, den könnte man durchaus kennen. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Er hat in diversen Serien mitgespielt. Und ich fand es auf jeden Fall ziemlich gelungen, Ghost in the Shell, den Film, die Realverfilmung. Wie sieht es bei euch aus? Interessiert er euch? Oder ist eher was? Ja, schon. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die Zeit habe. Da darfst du mal nicht in Boss Baby gehen. Ja, danke schön. Ja, also ich glaube, es ist auch ein Film für die große Kinoleinwand. Weil es sind einfach tolle Einstellungen auch drin. Und gerade wenn man so die Städte sieht oder ja, also wer den Originalfilm kennt, den Anime kennt, wenn man sich das vorstellt in real bestimmte Szenen, das kann man jetzt echt mal sehen. Ich fand's toll. Also ich habe ihn in 2D gesehen und ich
weiß nicht, also in 3D kommt er wahrscheinlich noch besser. Hat mich stellenweise auch so ein bisschen von der Musik her und von der kunstvollen Inszenierung her, muss ich fast sagen, sehr an auch Tron Legacy erinnert. Trotz, dass ich es nicht in 3D gesehen hatte. Na? Empfehlenswerter Film von mir, 8,5 Punkte. Chris, was hast du noch? Okay. Du hast Skispringen geguckt, sehe ich hier. Ich habe Skispringen geguckt. Ich habe es endlich geschafft, Eddie the Eagle zu sehen. Und Eddie the Eagle wollte ich damals schon im Kino eigentlich sehen, kam allerdings auch nicht dazu und jetzt endlich auf Sky nachgeholt. Ah, und ich habe es gefeiert, ganz ehrlich. Ich fand das so schön. So ein toller Film. Nochmal ganz kurz, worum es geht. Es geht um diesen Springer Eddie Edwards, der oder vielmehr um diesen Sportler, um diesen Olympia-verrückten Eddie Edwards, der unbedingt zu Olympia wollte und dann feststellt, okay, wenn ich einen auf Skispringer mache, dann kann ich tatsächlich für England dort starten, also für Großbritannien. Der erste Skispringer Großbritanniens bei Olympia. Er wollte immer zu Olympia, hat sich seinen Traum erfüllt. Trifft dann natürlich Hugh Jackman. Das ist natürlich ganz gut. Nein, Bronson Peary hat er dann getroffen, der ihn so ein bisschen trainiert und unter die Fittiche auch nimmt und mit ihm den Weg dann auch geht. Auch ein ehemaliger Springer. Und zusammen schaffen sie es dann auch wirklich, dass mal bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary Eddie the Eagle abspringt von der 75-Meter-Schanze, von der 90-Meter-Schanze. Und es war groß, es ist ein großartiger Film. Also ich habe ihn wirklich gefeiert. Es sind so viele lustige, nette Momente einfach. Die ganze Einstellung von Taron Egerton oder Edgerton? Nee, da fehlt wahrscheinlich noch ein D. Egerton. Taron Egerton. Auch an den Tag legt. Ganz, ganz großartig. Also wirklich hat mir sehr viel Spaß bereitet, sehr gut gefallen. Ist nicht übertrieben und ich glaube auch, dass es auch wirklich so auch wirklich passiert ist und auch so stattgefunden hat. Also ganz arg vieles davon kennt man. Ich konnte mich auch noch daran erinnern, dass man damals wirklich dann vor dem Fernseher saß und da hieß es, hey, guck mal, das ist jetzt tatsächlich der aus England. Ist das nicht lustig? Daran habe ich wirklich Erinnerungen. Also es ist von 88, da war ich 8 Jahre alt oder sowas. Also einfach großartig und von dem her hat wirklich so ein bisschen Feel-Good-Dingsen auch, wahre Geschichte, Iris Berben spielt natürlich auch, darf man auch nicht vergessen. Und ja, mir hat das super viel Spaß gemacht, also dem gebe ich wirklich so 7,5 von 10, weil großartig, Eddie the Eagle, alles ist möglich, unbedingt mal anschauen, wenn man wirklich Zeit hat, auch runterkommen möchte, einfach mal einen Film genießen möchte, eine wahre Geschichte, dann kann man, glaube ich, Eddie the Eagle völlig bedenkenlos schauen. Ich habe gerade mal geschaut. Wir hatten den im Mai 2016 schon mal besprochen. Ja. Da ich sehe aber gerade meine Wertung nicht. Ich weiß nur, dass ich nur besprochen hatte, weil ich den ja auch ziemlich gefeiert habe, den Film damals. Fandst du ihn auch ganz gut, ne? Ich fand ihn auch ganz gut. Ist zwar speziell das Ganze mit dem Training und sowas, ist nicht ganz so, wie es in der Realität war, aber ich fand es einfach schön, das mal wieder zu sehen. Und es musste ja auch fürs Kino ein bisschen aufbereiten. Das will ja keiner sehen, wenn da die Realität abgebildet wird. Eben. Nee, toller Film. Also kann man ja Sky jetzt gerade gucken. Ich habe auch gesehen, dass der lief und habe schon überlegt, ob ich ihn nochmal sehe. Aber es lief auch, ich habe jetzt die letzten Tage zweimal Star Wars Das Erwachen der Macht geguckt, weil das auch auf Sky Action lief. Und das war einfach so gut, ey. Ja. Da habe ich dann das mal Eddie the Eagle vorgezogen, den kannte ich ja schon. Sehr gut, schön. Ich habe aber noch was gesehen im Kino, nämlich Live. Und da hat ja die Kate, glaube ich, schon mal drüber berichtet, oder? Das war, glaube ich, die Luise. Ach so, ja, aber wir hatten es schon mal in der Sendung, genau. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass eine Frau darüber berichtet hat. Ja, ich glaube, es war Luise. Okay, dann ist ja eigentlich alles schon gesagt. Zur Story selbst, also internationale Raumstation nimmt eine Sonde auf, die vom Mars kommt, da ist irgendwas drin und das erwecken sie zum Leben da und dann stellen sie fest, ups, das entwickelt sich ja viel besser als gedacht und dann ist die Kacke am Dampfen, the shit hits the fan, wie man im Englischen sagt, und dann ist noch die Frage, wie verhindern wir, dass das nicht auf die Erde kommt. Und ja, Jake Gyllenhaal und hier der Deadpool und so, alle mit dabei. Toller Film. Also ich mag ja Alien. Irgendwie gibt es ja viel zu wenige Alien-Filme, die richtig gut sind. Also so in der Art, meine ich jetzt. Da gibt es viel Schund und viel B-Movies und so. Das ist mal ein Film mit einem hohen Produktionsniveau, fand ich.
Und da war von allem ein bisschen was drin, was man in den letzten Jahren so im Kino in der Richtung Weltraum irgendwie gesehen hat. Da war ein bisschen Gravity dabei, da war ein bisschen, weiß nicht, was da alles mit drin war. Es sind mit Sicherheit keine kinofilmische Offenbarung dieser Film, aber wer Sci-Fi mag und wer so ein bisschen Alien auf Raumstationen Filme mag, der kann hier durchaus mal einen Blick riskieren. Aber muss man vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber ja, kann man mal gucken. Also ich würde da auch so 7,5 Punkte geben. Das war's schon, weil wir hatten ihn ja schon. Okay. Fantastic Four, warst du beim Konzert von Fantastic Four oder? Schön wäre es, ich glaube, da wäre die Zeit sinnvoller angelegt gewesen. Ich habe jetzt tatsächlich Fantastic Four, die Neuauflage, angeschaut von 2015, auch auf Sky. Ich kann es kurz machen, ich fand ihn mega mies. Also ich habe eine Stunde 40 dauert der Film und der Film braucht über eine Stunde oder fast ein Viertelstunden, um überhaupt mal zu erklären, quasi was Sache ist und worum es geht. Und dann gibt es so ein bisschen Action und ich fand es ganz, ganz, ganz schlimm. Und Victor Van Doom, wer die Comics kennt und so weiß, wie mächtig der eigentlich ist, fand ich ganz furchtbar schwach nur dargestellt, dass man den auch so, ach ja, ich habe da eine Idee, lass uns das doch so machen. Oh ja, cool, lass uns. Oh, mies, ganz ehrlich, ich konnte mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Also mir tat es echt für die Schauspieler auch leid, die da versucht haben, das zu retten. Also Miles Teller, Kate Mara und so weiter. Aber ich fand ihn wirklich schlimm. Also ich will jetzt nicht sagen, eines Marvel-Films unwürdig, das wäre hart. Aber es geht in die Richtung. Und wenn man die ehemaligen Fantastic Four anschaut, da fand ich die ehrlich gesagt besser. Das, also die von 2005 und so. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Gütesiegel sein. Oh, ich sehe gerade, da ist immer noch deutsches Geld drin in dem Film. Konstantin-Film ist auch mit dabei. Ja. Das war ja irgendwie damals so der größte deutsche Kinoerfolg, dieser erste Fantastic Four-Film, weil da deutsches Geld mit drin war. Ja, wie gesagt, ich fand den ersten oder diesen ehemaligen besser und ja, möchte eigentlich gar nicht so arg viel dazu auch mehr sagen, weil IMDb 4,3. Tut mir nur weh. Krass. Ich gebe ihm 3 Punkte von 10. Aber scheint sich ja mit vielen hier zu decken, deine Meinung. Also 4,3 ja, in der IMDb. Also ich hatte den ja damals mal besprochen im Kinocast, nachdem ich den in der Pressevorführung gesehen hatte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss ihn nochmal gucken. Weil vielleicht war es der Hype oder das Hochgefühl, dass ich in einer Pressevorführung war. Aber ich fand den damals echt gut. Ich glaube, ich muss ihn nochmal angucken. Was hast du damals gegeben hier? Weiß ich nicht mehr. Was hast du dir eingeworfen da? Ja, vielleicht war es dieses, oh mein Gott, ich bin bei einer Pressevorführung, oh mein Gott, ich gucke den Film auf Englisch. Vielleicht war das dieses Hochgefühl, dass ich den so toll fand. Aber ich fand den damals echt gut. Also wir haben, muss ich noch mal gucken. Ist auf jeden Fall die Sendung vom 10. August 2015. Der Chor des Herzens. Nee, der Chor Stimmen des Herzens. Aber da habe ich noch nicht einzeln aufgeschrieben gehabt, wie die einzelnen Filme, nur den Sneak-Film habe ich hier, die Sternchen. Ja, da kann man ja noch mal reinhören, wie überschwänglich du da über diesen Film sprichst. Mal gucken. Ist ja auch schon 2 Jahre her, da habe ich ja kaum noch Erinnerungen dran. Ja, vielleicht hat sich auch in 2 Jahren meine Meinung dazu geändert. Ich gucke ihn einfach noch mal. Das kann natürlich auch sein. Oder die Schnittchen und der Sekt bei der Pressevorführung. Welche ist Sekt? Gab es keinen Sekt? Nee, es gab zwar Schnittchen, aber war nur Getränke, aber alkoholfrei. War ja morgens um 10. Okay. Ich habe noch einen Film geschaut im Fernsehen tatsächlich. Ich habe ja hier so eine Satellitenantenne und da habe ich auch viele ausländische Fernsehsender. Und da habe ich mal in irgendeinem polnischen Fernsehen war das. Da kann man aber umschalten auf Originalsprache. Und da war es Englisch halt, da habe ich auf Englisch umgeschaltet. Da habe ich den Film geschaut. Ich muss erst mal gucken, wie der in echt heißt. Also, weil da stand nur der polnische Titel da, aber der fing gerade an, der Film, und sah irgendwie interessant aus. Der deutsche Titel ist Zeit für Legenden. Der englische Titel ist irgendwie Race, heißt er nur. Und wie heißt er im Polnischen? Keine Ahnung. Race, das sagt mir was. Und zwar ist das ein Film von Stephen Hopkins. Der hat... von zum Beispiel für 24
Und 24 Legacy hat er einige Folgen gedreht. House of Lies hat er Executive Producer gewesen. Hat da ziemlich viel Erfahrung in solchen, mit solchen Geschichten halt, mit solchen Fernsehserien. Und der hat sich jetzt mal einen historischen Stoff gewagt, nämlich geht es um die Geschichte von Jesse Owens, der 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin angetreten ist als Schwarzer im Nazi-Deutschland und da die Massen begeistert hat, mehr oder weniger, weil das erfährt man halt auch in dem Film. Es wird am Anfang gezeigt, wie so ein Coach, gespielt von Jason Sudeikis, den ich ja auch ziemlich gut leiden kann. Als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach, was ist denn das für ein Film, kenne ich noch gar nicht. Und habe den halt laufen lassen und dann musste ich erstmal rausfinden, wie der eigentlich heißt, der Film. Der Coach, der trifft eben auf diesen Leichtathleten Jesse Owens und er erkennt gleich das Talent. Und 1934 in den USA, das war auch noch nicht so ohne, so mit Schwarzen und Weißen und so, dass die sich so, dass der den so ohne weiteres trainieren konnte. Und das erfährt man halt so peu à peu und haben dann auch einige Erfolge und dürfen dann halt auch zur Olympiade 1936 nach Deutschland fahren. Allerdings überlegen sie vorher, ob sie die Olympischen Spiele boykottieren, weil ja eben Nazi-Deutschland und so weiter, ne? Andere boykottieren das und die machen es halt nicht und sie reisen halt an und dann geht es halt auch mit darum, was dann so vor Ort alles passiert und weil die Nazis sind natürlich nicht gerade begeistert, dass da ein Schwarzer die ganzen Medaillen holt und wie die den versuchen zu denunzieren oder dass er, da zeigen sie an, der wäre übergetreten, obwohl er gar nicht übergetreten ist und so. Und wie er dann aber trotzdem unter den anderen Sportlern, zum Beispiel spielt auch ein Deutscher, der David Cross heißt der Schauspieler, der spielt auch einen von den deutschen Sportlern, mit dem er sich dann so ein bisschen anfreundet und es ist nicht so gut, wie er hätte sein können, der Film. Hat mir aber trotzdem ganz gut gefallen. Es hält sich meines Erachtens, versucht er zu sehr, das alles irgendwie so abzubilden. Also ich kenne jetzt nicht die wahre Geschichte und ich habe da auch nicht irgendwie den Buch gelesen oder irgendwelche Wikipedia-Einträge oder sowas. Aber es wirkt zumindest so, als wäre der Regisseur und der Drehbuchautor sehr stark in den Zwängen gefangen gewesen, hier nun genau das abbilden zu wollen, was so chronologisch genau passiert ist und auch nach Möglichkeit nichts auszulassen und das macht es zeitweise ein bisschen unspannend. Ich mag ja eigentlich so Sportfilme, wo dann irgendwie so Underdogs irgendwie was gewinnen, siehe Rocky oder ich hatte mal so einen Film hier, City of McFarland oder sowas mit Kevin Costner. Hat man den das nie gehabt? Ich glaube ja, ne? Ja, hatten wir das nie, ja. Genau, also solche Filme mag ich eigentlich ganz gerne, weil das auch zeigt, dass eigentlich auch so normale Menschen bestimmte Dinge erreichen können, wenn sie an sich glauben und so. Und das hätte ich mir hier eigentlich erhofft, das kam aber nicht ganz so rüber. Es war eher so ein Rassismus-Thema. Also zum einen, wie es in den USA war, zum anderen, wie es dann in Deutschland war. Und auch dann, als er als Sieger zurückkommt, wie er dann trotzdem noch behandelt wird. Und es ist trotzdem ein sehenswerter Film. Allerdings jetzt nicht so gut, wie er hätte sein können. Also ich gebe mal so 7 Punkte. Zeit für Legenden. Race. Polnischer Titel. Unbekannt. Kann gern nachgereicht werden, falls jemand auf Polnisch gucken will. Und dann noch, ihr habt ja sonst nichts weiter, dann nur ganz, also ich habe ja vorhin schon erzählt. Sonst nichts weiter, vielen Dank. Vorher, wir haben viel zu viel. Aber ihr habt jetzt nichts weiter. Nicht, dass ich jetzt einfach hier den Knopf dran mache und ihr habt noch einen Film gesehen oder so. Ich habe noch, wie gesagt, noch zweimal Star Wars Force Awakens geguckt und dann kam auch auf, ich glaube, ORF oder so kam jetzt am Freitag oder so oder am Donnerstagabend, kam die Entdeckung der Unendlichkeit. Den hatten wir schon in der Sneak gehabt. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie ich damals, also auf jeden Fall gefühlsmäßig fand ich den jetzt beim zweiten Mal sehen besser. Beim ersten Mal war mir ein bisschen, ich weiß nicht, es hat mich alles ein bisschen zu sehr überfordert in der Sneak auch und diese ganzen Themen. Und er war auch sehr lang und so. Das ist halt in der Sneak immer so schwierig dann. Ich glaube, der hat mir jetzt beim zweiten Mal ein ganzes Stück besser gefallen. Zum einen habe ich auch mehr auf die Musik geachtet, die ja auch nominiert oder hatte ich sogar einen Preis gewonnen. Und natürlich auch auf die schauspielerische Leistung. Das konnte man hier alles beim zweiten Mal sehen, viel mehr drauf achten als beim ersten Mal, wo man ja eigentlich nur irgendwie der Story folgen wollte. Und ja, kann ich nur empfehlen, die Entdeckung der Unendlichkeit. Ich glaube, Kate, dir ist auch einer deiner Lieblingsfilme, oder? Hat dir sehr gut gefallen, oder? Der hat mir sehr gut gefallen, ja. Also das ist auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist, aber
Er gehört auf jeden Fall in der Liste der Filme nach wahren Begebenheiten sehr, sehr weit nach oben. Ja, jetzt Ostern kam ja auch oder kommen ja auch jede Menge Filme. Könnt ja mal einen Kommentar da lassen, was ihr so geschaut habt, liebe Hörer. Vielleicht habt ihr noch irgendwie eine Filmperle gesehen oder nochmal gesehen, die ein bisschen euren Blick verändert hat. Und ich werfe jetzt gleich mal einen Blick auf die Filmstarts der Woche. Da fangen wir heute an mit The Bye Bye Man. Da könnt ihr jetzt reingehen. Ja, ihr habt ja vorhin unsere Besprechung gehört. Wenn euch das Lust gemacht hat, den Film zu sehen, ich lese mal die offizielle Beschreibung in zwei Sätzen vor. Aus Versehen wecken drei Studenten die übernatürliche Gestalt, den Bye Bye Man, auf und werden nun von dem Monster verfolgt. Oder es startet noch Conny und Co. Teil 2, das Geheimnis des T-Rex. Familienfilm mit Emma Schweiger in der Hauptrolle als Conny, die auf der Kanincheninsel einen mysteriösen Dinosaurierknochen findet. Dann startet, oh mein Gott. Dann startet noch Ein Dorf sieht schwarz. Das ist, glaube ich, eine französische Komödie. Und zwar geht es da um einen kongolesischen Arzt, der mit seiner Familie in die französische Provinz zieht. Und Mitte der 70er Jahre passiert das Ganze und da sind natürlich ziemliche Vorurteile. Es startet auch noch der Film Chips und ich weiß nicht, Chris, du kennst bestimmt die Serie, die es damals gab mit den zwei Motorradpolizisten, oder? Ich überlege gerade, ich gucke gerade nach einem Bild, aber ich bin der Meinung, ja, ich glaube, ja. Also lief damals irgendwie auf RTL oder so. Da gibt es jetzt einen Film davon. Habe ich nicht mitbekommen und ich glaube, muss man auch nicht, denn die Kollegen von den Leinwandperlen hatten den Sneak und haben den gnadenlos zerrissen. Also muss so ganz, ganz furchtbar sein, ganz viel Fäkalhumor. Weiß nicht, also ich habe die Serie immer so als nettes Familienprogramm in Erinnerung gehabt mit den zwei Polizisten. Ja, doch, ich habe jetzt ein Bild dazu, ja. Die irgendwelche Fälle gelöst haben, aber irgendwie scheint das jetzt bei dem Film alles irgendwie abgegangen zu sein. Alles unter Kontrolle startet noch, den hatten wir ja in der Sneak Preview gehabt. Komödie vom Regisseur von Monsieur Claude und seine Töchter über einen Polizisten und einen Flüchtling, die gezwungen werden, miteinander zu arbeiten. The Founder startet auch noch. Den hatten die auch in Leinwandperlen irgendwann mal in der Sneak Preview. Und zwar geht es da um den Aufbau des McDonald's-Franchise mit Michael Keaton als quasi Gründer des Ganzen. Stille Reserven startet noch. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass wir den mal in der Sneak bekommen. Ein Science-Fiction-Thriller, in dem der Versicherungsagent Vincent Baumann zum Opfer gieriger Konzerne wird, die Menschen sogar nach dem Tod noch ausbeuten. Das sah irgendwie ganz interessant aus und der Trailer hat mir eigentlich auch gefallen. The Harvesting startet noch. Ein Horrorfilm, zu dem ich hier gar keine Beschreibung habe. Sacrifice, auch ein Horrorfilm mit Rupert Graves. Auch keine Beschreibung hier drin. Bleed for This, ein Sportdrama, das auf der wahren Geschichte des Profiboxers Vinnie Pazienza basiert, der sich nach einem Genickbruch zurück an die Weltspitze kämpft. Und ein türkischer Film, Kolonya Kumyureti, eine Komödie mit Shakla Kurumcu als Bürgermeister einer Kleinstadt, die aus Versehen zum eigenen Staat wird und sich plötzlich im Krieg mit den USA befindet. Das klingt lustig. Das erinnert mich ja fast an Key West. Key West hat ja auch mal, das ist ja diese kleine Insel an der Südspitze der USA, an der südöstlichen Spitze, am Ende der Florida Keys. Und die haben mal ihre Unabhängigkeit von den USA erklärt und haben gleichzeitig der USA den Krieg erklärt, um nach einer Minute quasi den Krieg zu widerrufen, also ihre, Kapitulation zu erklären, genau, und von der USA $1 Milliarde Reparationszahlung zu fordern. Und seitdem gibt es auch diese sogenannte Contra-Republic. Also man kann von der Contra-Republic kann man auch Bürger werden. Es gibt sogar Vertretungen weltweit. Ich glaube in Frankfurt, wenn ich mich recht erinnere, ist eine Vertretung. Man kann Bürger der Contra-Republic werden und Pässe erwerben. Also es hat jetzt nichts hier mit diesen bekloppten Reichsbürgern zu tun oder so, sondern das ist einfach ein Spaß, was die sich da machen. Also man kann sich damit nicht wirklich irgendwo ausweisen oder so. Jo, das war's und mal gucken, was hier in Kinocharts so drin ist. Oh, ich sehe gerade hier. Ein paar neue Sachen dabei. Platz 10 ist Live, Platz 9 sind die Power Rangers, Platz 8 Bibi und Tina, Platz 7 die Häschenschule, Platz 6 Abgang mit Stil, Platz 5 Ghost in the Shell,
Oh, Platz 4, The Boss Baby. Ja klar, der Chris war mit mehr Leuten drin, als ich in Ghostland. Platz 3, Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Habe ich immer noch nicht geschafft. Und die Kritiken machen mir nicht gerade Lust drauf, den noch sehen zu wollen. Irgendwie, vielleicht gucken wir den doch zu Hause irgendwie. Platz 2 ist Fast and Furious Teil 8. Aha. Okay. Ja, 8. Ja. Muss man den sehen? Also ich habe bis jetzt nur Gutes gehört. Das ist der Witz dran. Also den letzten, also den, das war ja der vorhergehende mit der letzten Rolle von Paul Walker. Den fand ich ja richtig gut eigentlich. Und den ersten fand ich damals gut. Den hatten wir auch in der Sneak Preview, den ersten damals. Platz 1 immer noch Die Schön und das Biest hier in Stuttgart. Ta. So läuft's. Im Serienbereich, kurzer Hinweis darauf, Prison Break hat die 5. Staffel gestartet. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie jedes Jahr eine neue Staffel kommt, sondern da war ja eine ganze Weile Ruhe. Und jetzt hat Dominic Purcell und Wentworth Miller, die haben selber die neue Staffel produziert. Das ist nun mal ihre Rolle. Die hatten zwar mal einen Auftritt auch zusammen bei The Flash, bei der Serie. Aber das ist ja eigentlich ihre Paraderolle und haben sie jetzt irgendwie ein bisschen alle wieder eingesammelt. Und ich finde es ganz cool. Ich war ja Prison Break ziemlich Fan, kann man sagen. Und momentan ist es eher so ein, ja, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht, aber ich finde die Stimmung schon mal wieder sehr gut aufgearbeitet und es sind wieder die coolen Leute dabei, die man so kennt. Und ich sind erst 2 Folgen raus. Da kann man noch nicht ganz so viel sagen. Ist auf jeden Fall nicht so, dass wie bei der allerersten Folge damals von der ersten Staffel, dass man gleich gesehen hat, dass da irgendwie ein riesen Plan hinter allem steckt. So ist es noch nicht. Ist gerade ein bisschen verworren. Gibt es verschiedene Parteien, die irgendwie gegeneinander arbeiten und ein paar sind hinter irgendwelchen Leuten her. Ist das was für euch oder eher nicht? Prison Break? Schon mal geguckt? Früher mal ja, weiß ich nicht, ob mich das nochmal kennt. Also ich habe ja angefangen damit und dann konnte ich ja nicht mehr aufhören. Und dann kam ich zu der Staffel, ich weiß aber nicht, ob es jetzt die 3. oder die 4. ist, ich glaube, es ist die 3., wo die da in der Wüste sind. In diesem komischen, abgehalfterten mexikanischen oder was weiß ich. Ja, die fand ich furchtbar. Und da, ich habe aufgehört. So nah, ne? Grausam. So nah war das, der Knast. So nah, genau. Ja. Nee, die fand ich scheiße, die Staffel. Da hast du vollkommen recht. Die nächste Staffel, die dann noch kommt, die 4. Und ich weiß halt nicht, brauche ich die Staffel, um die 4. zu gucken? Nee. Also sonst würde ich nur das Ende der 3. Staffel gucken und dann mit der 4. weitermachen. Weil es hat mich überhaupt nicht mehr gecatcht. Ich fand es nur noch widerlich. Mach mit der 4. weiter. Das geht, ja, ja. Also soweit mich erinnern kann, geht das. Und die 4. Staffel, die hat ja dann, war ja eigentlich das Ende der ganzen Serie. Deswegen hat die auch ein richtiges Ende mit einem richtigen Endfilm und so. Aber jetzt haben sie es halt nochmal, wie es halt so ist, dann geht es ja doch irgendwie weiter. Ja, dann muss ich vielleicht doch einfach nur die letzte Folge der 3. Staffel gucken. Ja. Da kriegt man mal meistens nach, was bisher geschah. Und dann gucke ich mit der 4. Weiter. Das ist so ekelhaft in diesem komischen Film. Ich fand das auch nicht so. Ich fand das auch nicht toll. Im Games-Bereich, ich habe mir Lego City Undercover gekauft für die Switch. Alles lacht. Und ich spiele das und mein Kleiner guckt mir begeistert zu. Das ist wirklich toll, es ist extrem witzig und es ist alles so irgendwie so Open-World-mäßig und man kann rumfahren und irgendwas bauen und Verbrecher jagen und so. Ich finde das total toll und die Switch wird da echt cool ausgenutzt. Macht total Spaß. Also ich weiß nicht, nur mal so als Hinweis, vielleicht hat es ja jemand von euch, wir werden bestimmt mal so ein bisschen so Spielsequenzen mal aufnehmen für Tabitha ihren YouTube-Kanal und mal gucken. Jo, ich habe heute leider keinen Einspieler. Kate, wie sieht's denn mit dem Filmrätsel aus? Ich habe ja wirklich gedacht, dass das keiner knackt, aber ich wurde eines Besseren belehrt, denn der Thomas hat es wieder gelöst. Der Erik wieder. Der Thomas. wir hatten letzte Woche das Rätsel war besser als nix. Siehst du, das war der Film, den ich nicht kannte, der mich aber irgendwie von der Beschreibung her interessiert hat. Jetzt gucke ich gleich mal bei werstreamt.es, ob da irgendwie dieser Film besser als nix von 2014. Ach, ist das der wie so ein Kreuz auf dem Poster hat? Aha. Nö, was ist ehrlich gesagt nicht.
Ja, scheint er zu sein. Gratisinhalte? Ist bei Amazon in der Flatrate enthalten. Nur mal so als Tipp. Kannst ja mal reingucken. Ja, da sagen oder hörte sich ganz interessant an. Du hast ja auch gesagt, Wotan Wilke Möhring mit dabei und so. Ja. Klang gut. Okay. Also, Thomas wieder ein Bienchen in sein Mutti-Heft und dann ja, geht's weiter. Was hast du heute für uns? Also, gut aufpassen. Nach der Geburt ihres Sohnes lebt eine Familie ihr kleines Glück vor den Toren New Yorks. Während der Geschäftsmann weiterhin in der Stadt arbeitet, fährt sie nur zum Zeitvertreib in die City. Dabei lernt sie einen Buchhändler kennen, ich muss den Namen ausblenden, Moment, einen attraktiven, jungen und völlig unkonventionell lebenden Mann. Es entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre, doch als ihr Mann Verdachtschef geraten die Dinge außer Kontrolle. Oh. Ich habe keine Idee. Klingt auch nicht nach einem Film, den ich mir angucken würde. Der von letzter Woche schon, aber der nicht. Okay. Also schreibt eure Lösung zu diesem Film des vergangenen Wochenendes, wo ja sehr, sehr viele Filme liefen. Schreibt das mal in die Kommentare rein zu dieser Folge. Mal gucken, wer es richtig hat. Bin gespannt. Und gucken wir auch gleich mal in die Kommentare rein, wenn ich jetzt einmal dabei bin. Es waren ja eigentlich nur zwei. Eins war die Lösung und der Thomas hat nämlich noch geschrieben, er hat auch Ghost in the Shell gesehen, ohne die Original, also den Anime zu kennen. Ein sehr sehenswerter Film mit fantastischen Schauspielern. Die Welt des Films ist stylistisch gesehen wie bei Blade Runner, nur auf Speed. Ein toller Science-Fiction-Thriller mit Frankenstein-Ansatz. 8 von 10 Punkte gibt er. Ja, kann ich so unterschreiben. Ja. Ich fand es auch nicht nur so auf Speed, sondern waren auch sehr viele Szenen drin, wo einfach mal so das Bild so ein bisschen einfriert und irgendwelche Sachen in der Luft stehen bleiben und so. Fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Cool. Was hatte ich noch vergessen? Die letzten Wochen, muss ich fast sagen. Ich habe es leider immer vergessen. Wir haben nämlich eine Spende bekommen. Diesmal aber nicht über Amazon, was ja auch viele nutzen, oder über PayPal, was länger keiner mehr genutzt hat, sondern über Auphonic. Denn, liebe Hörer, wir nutzen ja den Dienst Auphonic. Das ist so eine Webseite. War früher mal kostenlos, kostet aber jetzt einen kleinen Betrag im Monat, je nachdem, wie viele Minuten man dort einkauft. Und das ist so ein Klangverbesserungssystem für den Podcast. Also der macht dann so, dass wir alle ungefähr gleich laut klingen und dass da vielleicht nicht so ein Störgeräusch irgendwie großartig drin sind und hilft auch mit bei dem ganzen Kapitelmarkenthema und so. Und das ist ein echt guter Service und da kann man, wenn man möchte, wenn euch hier der Kinocast gefällt, könnt ihr auch bei kinocast.net gibt es oben so einen Punkt, der heißt irgendwie Danke. Wenn ihr da draufklickt, dann findet ihr auch irgendwo dieses Feld mit Auphonic. Und da könnt ihr uns quasi Produktionsminuten schenken, Zeit schenken. Ja? Und das hat der Markus nämlich gemacht. Vielen Dank dafür. Ich nenne mal nicht deinen Nachnamen, Markus M. Punkt. Du weißt, wer gemeint ist. Vielen Dank und sorry, dass ich es die letzten Wochen vergessen habe. Du hast mich nicht darauf hingewiesen. Ich habe selber jetzt nochmal dran gedacht. Sollte aber nicht unerwähnt bleiben. Diesmal habe ich es mir nämlich extra sogar ins Dokument eingetragen, damit ich es nicht vergesse. Dann Thema Star Wars Last Jedi Teaser. Habt ihr den gesehen? Ja, und? Wir haben ihn gesehen. Seid ihr auch so begeistert oder... Ach ja, ist ganz nett. ich fand schon ziemlich gut. Ist zwar nur ein Teaser erstmal, man sieht jetzt noch nicht allzu viel. Ich fand auch so die Art, wie es aufgebaut war. Es gab ja diesen Livestream, den hatte ich so nebenbei laufen gehabt. Und dann auf einmal so diesen Apple-Style-mäßig so One More Thing, ne, oder so. Ja. Ach so, ja, Teaser, ja, den haben wir auch noch. Und blub, kam dann ein Riesenjubel. Und die haben den da gezeigt. Dann ging es natürlich auch im Internet ab. Fand ich gut. Und wir werden da mal mit verlinken, wer noch nicht kennt. Ich werde mal die deutsche Version, die es mittlerweile auch gibt, verlinken. Dann könnt ihr euch den mal angucken. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr den so findet. Ich glaube, Weihnachten dieses Jahr ist auf jeden Fall gerettet. Wenn es auch keine Geschenke gibt. Ich fand den ganz toll. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe auch jetzt, wo ich wieder The Force Awakens geguckt habe, der Unterschied
zu Rogue One ist schon deutlich. Also es ist schon was anderes, diese Episodenfilme im Gegensatz zu Rogue One, die einfach nur in diesem Universum spielen. Wird schon sehr, sehr deutlich, finde ich. Also lieber, auf jeden Fall. Okay, so. Auf jeden Fall lieber die, in Anführungszeichen, richtigen Filme, die richtigen Episodenfilme als Rogue One. Da einfach herrlich, so viel Fanservice auch drin. Ich hoffe mal, dass der nächste genauso gut wird. We will see. Ja, werden wir bestimmt wieder die Nacht um die Ohren schlagen oder so. Ja, ziemlich sicher, ja. Ganz klar. Es hat ja diesmal leider nicht mehr J.J. Abrams die Regie, sondern der Mann, der Looper gemacht hat zum Beispiel, was ja auch ein guter Film war. Mhm. Mal schauen. Ich hoffe mal. Das ist der letzte Film mit Carrie Fisher. Die spielt doch aber nicht mehr mit, oder? Die spielt jetzt im 8. noch mit. Echt? Und dann nicht mehr. Ja, der war schon teilweise, glaube ich, schon, ihre Teile waren komplett abgedreht, bevor sie gestorben ist. Habe ich irgendwo gelesen. Ja, dann hoffen wir auf einen tollen Film dann. Ich werde mal einen kurzen Blick drauf werfen, was so bei Amazon bestellt wurde. Also alle, die uns über Auphonic sponsoren möchten, ihr findet das, wie ich es gesagt hatte, die uns über Amazon unterstützen wollen, einfach irgendwas, wenn ihr sowieso was bei Amazon bestellen wollt, geht einfach bei uns auf der Seite auf einen der vielen Amazon-Empfehlungslinks. Wir haben da meistens in den Blogbeiträgen immer irgendwelche Filme mit dabei, die irgendwie thematisch zur Folge passen oder die wir teilweise sogar besprochen haben. Die ganz neuen Sachen gibt es ja noch nicht auf DVD oder Blu-ray. Da versuche ich dann irgendwas Ähnliches zu finden. Und wenn ihr dann da was bestellt, dann kriegen wir eine kleine Provision. Da hat zum Beispiel jemand bestellt einen Liter Reinigungsbenzin, Waschbenzin, ne? Den habe ich bestimmt nicht empfohlen auf der Webseite. Vielen Dank dafür. Eine Kapuzenjacke, Solid Olli, Größe XXL, schwarz. Ein Buch, Eier, wir brauchen Eier, Doppelpunkt, 500 Dinge über Fußball. Was haben wir hier noch? Eine Deadpool Blu-ray. Okay. Was ist das? Amazon Basics, Spielstation und Kratzbaum für Katzen. Hallo Kate. Hi. Ein Meerschweinchenkäfig, zweistöckig. Ist das auch für euer Hasen, oder? Ein Hasenkäfig und der ist zweistöckig. Steht aber da Hamsterkäfig/Meerschweinchenkäfig. Ist der dann nicht zu klein für euren Hasen? Nö. Nein. Okay. Ist nur ein Zwergkaninchen oder ist es ein richtiger großer Hase? Ja, so ein Zwergchen. Okay. Also ist kein Widder. Okay. Und dann noch vielen Dank an den oder die Alnatura Bio Mandelmus Weiß, vegan, einer Pack bestellt haben. Und das war's. Hier ist noch ein was. Was ist das? Lixada Retro klassische Wasserrohr Wandleuchte. Aha. Okay. Ist das auch was von euch? Nee. Eine Wasserrohr-Wandleuchte. Sieht aus wie ein Wasserrohr, was aus der Wand kommt, ist aber ein Licht doch, drin. Ja. Doch. Okay. Ja, Entschuldigung. Okay. Man merkt, dass sich Kate und Chris neu einrichten. Vielen Dank an alle, die hier was bestellt haben. Und wenn ihr nichts weiter habt, nee. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns ja dann morgen zur Sneak wieder und darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Es gibt ihn. Wenn du seinen Namen sagst oder ihn auch nur denkst, wird er dich holen. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Was ist passiert? Sie müssen es mir sagen, das wissen Sie. Bitte zwingen Sie mich nicht dazu. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Wenn ich Ihnen von ihm erzähle, werden Sie und Ihre Kinder, Sie werden sterben. Ein Haus nicht weit vom Campus mit John Henry und einer Freundin. Sollen wir es tun? Ja. Bist du dir sicher?
Scheiße, was ist das? Was denn? Irgendwas geht hier vor sich. Er ist hier. Wer? Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Der Bye-Bye-Man. Je öfter man an ihn denkt, umso näher kommt er. Er versucht, in uns einzudringen. Oh Gott. Er lässt uns Dinge sehen. Dinge tun. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Er breitet sich aus wie ein Virus. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Er könnte sich überall hin ausbreiten. Das werde ich nicht zulassen. Bitte! Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Wir müssen ihnen helfen. Nein, das ist eine Falle. Kim! Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Ich will nicht, dass er sich in ihrem Kopf festsetzt. Sagen Sie es mir. Der Bye-Bye-Man.